So, die Zwerge sind mir lieb und treuer. Ich erinnere mich, wie sie sich aus übles Fleisch schälten, als ich noch den letzten Seufzer aus seiner Kehle zwang. Sie dauerten mich und so schenkte ich ihnen Vernunft. Aus diesem Grund wurden sie ewig in meinem Herzen sein und in meiner Schuld, Odin zu seinem jungen Kind Baldr. Ivaldi ist also tot. Eine Schande. Dennoch könnte sich in Ulda etwas von Wert finden, das ich gegen Baldr tauschen oder gegen Surt verwenden kann. So, und dann werden wir jetzt mal dieser Quest nachgeben. Und zwar findet Frithjof, Teil von Das Relikt, Kapitel 1. Muspels Volk ist auf der Suche nach uralten Relikten. Die letzten lebenden Informationsquelle zu dieser Angelegenheit ist Frithjof, ein örtlicher Bergarbeiter, der jedoch verschwunden ist. Der Erhabene muss ihn finden. Na dann. Auf und davon. Loki und ich brachten Baldr einst hierher nach Ulda, als er noch ein Kind war. Nun sind beide Gefangene. Loki zu Recht durch meine Hand und Baldr zu Unrecht durch Surts. Baldr wird gerettet und seine Mutter gerecht. Ich darf ja nicht erwischt werden. Ich höre das Feuer! Nicht zurück!
das Feuer wütet. Das Volk von Ulda ist schwach. Das war es immer. Zu beschäftigt damit, sich um ihre Minen zu zanken. Wahrscheinlich haben sie sich kaum gegen die Eindringlinge gewehrt. Verschwinde von hier! Bitte! Du solltest nicht hier sein! Lass uns in Frieden! Führ sie bloß nicht hierher. Yeah.
Du bist tot! Okay, also das muss man sich das mal angucken. Wir sind auf der Mission. Wir suchen immer noch Ulda im Wüstenhaus. Ja. Schmuck, Gold auf der Straße, höchstes Haus. Warte mal, wofür haben wir den Vogel? Zeig mir, was vor uns liegt. Ja. Da ist das höchste Haus. Schuhmachtbezirk, da sind wir jetzt. Gold auf den Straßen. Das Haus, das ich suche, kann nicht weit sein. Es passt zu Gunnbjörgs Beschreibung. Auge! Und die Taube macht da! Ach Gott.
interessant. Ich häng mal wieder fest. Halt mal nur auf dein Ende zu. Bleib zusammen, mach schon. Viel zu viel. Verdammter Feigling! Selbst holen und zum Tausch gegen Baldas Leben anbieten. Oder Surts Leben damit beenden. Ich sah eins wie Glut. Toll, aber das höchste Haus habe ich schon gefunden. Also gucken, wie ich jetzt so noch da reinkomme in dieses Mistding. Super, also. Leider nochmal durch die Lava laufen. Der anderen Seite versperrt sein.
Okay. Was ist hier geschehen? Ivaldis versuchten, Frithjof vor den Feuerriesen zu warnen, die sich in Ulda ausbreiteten. Ob er diese Nachricht wohl je erhalten hat? Frithjof schreibt von Kerkerzellen in Ulda. Also könnten aufständische Zwerge wie diese Türe durchaus noch leben. Schmuck für jede Gelegenheit. Dieses Gebäude war sicher der Schauplatz wichtiger Augenblicke im Leben vieler. Und das wurde daraus. Jemand wurde geschlagen, womöglich gefoltert. Dann hier über den Boden gezogen. Hier wurden Nachrichten ausgetauscht, aber Frithjof war unvorsichtig. Muspels Volk hat davon erfahren, ihm aufgelauert und ihn mitgenommen. Dann also zu den Kerkerzellen. Ich muss in die Gießerei gelangen. Lass uns in Ruhe. Geh weg, hier gibt's schon genug Elend. Bitte, lass dich hier nicht sehen. Es ist arschkalt in Ulda. Nur in der Gießerei nicht. Verstehe, warum die Feuerriesen ihre Gefangenen hier halten. Sie kochen jede Hoffnung aus ihnen heraus. Nicht dauern die Zwerge hier. Wenn dies ihre Zukunft ist, dann kann Ragnarök für sie nicht früh genug kommen. Ich hingegen schmiede mein eigenes Schicksal.
Okay, einen umgeschlossenen Edelstein gefunden. Ich suche Frithjof. Sie haben ihn nach unten gebracht. Wir sind gerettet. Danke. Hast du Wasser dabei? Nein. Wer von euch ist Frithjof? Frithjof? Nein, ich bin... Das ist mir egal. Du da, bist du Frithjof? Ich kenne keinen, der so heißt. Warum hast du nicht einfach gesagt, du wärst Frithjof? Das hätte ich vielleicht hier rausgebracht. Was sollen wir tun, wenn wir fliehen, fangen sie uns einfach wieder ein? Was sollen wir tun, wenn wir fliehen, fangen sie uns einfach wieder ein? Oder Schlimmeres? Genug Quarz gesammelt. Ich sollte eine Schmiede aufsuchen und sehen, was man dort für mich tun kann. Bitte töte mich nicht! Frithjof! Hey! Frithjof! Vinoboda! Dürrema! Frithjof! Hey! Frithjof?
Verpiss dich! Sonst denken die Wachen, ich hätte dich gerufen. Ich Problem habe! Fridtjof, ja? Fridtjof! Hey! Fridtjof, bist du es? Fridtjof. Fridtjof! Bin Gublima? Nein, du kannst nicht Fridtjof sein. Aber du kennst ihn. Bist du dann also Türe? Türe, ja. Dere! Gadwima, seiner Mindach Jedewe! Dere! Fridtjof! Weißt du überhaupt, wo er ist? Fridtjof! Ja! Fridtjof! Dere! Warte mal. Warte. Verstehst du mich? Wie du hast leu ni maru aus Rossini, ma? Bleib einfach hinter mir und sei still. Ja, ja, Fridtjof. Psst, halt doch den Mund. Ja. Tria, well, bitte gwydda. Warte mal. Der Herr Asgard versteckt sich vor niemandem. Du, stirb doch nicht. Dann suchen wir mal Fridtjof. Wohin? Ja, Fridtjof. Hey! Wohin führst du mich? Türe! Türe. Ein guter Name. Wie Tür aus Asgard. Bitte, Sona. Ach, egal. Wir sollten uns beeilen. Wo lang geht es zu Fridtjof? Ich schwöre dir, wenn du mich in die Irre führst, gibt es Ärger. Ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass du dieses mächtige Kriegsschiff von da oben sehen konntest. Ach, wie dem auch sei. Ich nehme an, wir können wohl nicht einfach zu Fridtjof segeln. Nee. Am Viriadinov. Du isch a cael gwared y tîg gyntaf ac y gelloedd. Dann beginnt nun die Saga von Türe und dem Erhabenen. Nur sei so lieb und sag nichts zu Wichtiges. Finden wir dieses Relikt. Redden ihn Arbet, Fridtjof! Ja, den auch. Geh voraus. Ich sehe sie. Bleib auf Abstand. Ja, ja. Ich sage doch, ich war dabei. Glot griff sich den Kopf des armen Narren und zerquetschte ihn vor aller Augen. Komm, wir
dürfen nicht länger trödeln. Bring mich zu Frithjof. Frithjof, ja! Dere! Dere! Deine Sprache lässt mich vermuten, dass du nicht von hier bist, richtig? Oh, chi'n clever. Bedrodd Weifurth. Du hast dir einen tollen Zeitpunkt ausgesucht, um nach Svart Alfaheim zu kommen. Wo führst du mich hin, Türe? Ble roeddwn i'ch arwain? Ydych chi wedi bod yn talu unrhyw sylw? Frithjof? Rydyn ni'n mynd i achub Frithjof? Darauf wollte... Nun gut. Die Söhne Ivaldis waren hier tätig. Aber jetzt nicht mehr, nehme ich an. Bakalogid. Nur dick Ivaldi. Nein, die waren dir wohl keine große Hilfe. Ebenso wie Frithjof. Und sogar Ivaldi selbst. Gehen wir. Ich bedauere es wirklich, dass ich Svart Alfaheim an Surt fallen ließ. Wäre ich wachsamer gewesen, wäre Baldr vielleicht nie in seine Fänge geraten. Baldr? Wer in Negasir Dan, du er? Mein Sohn. Er ist ebenso gütig wie unbedarft. Beeilen wir uns. Wo geht es lang? Scheiße. Pathfold Marve. Türe! Wintrio! Sein Wirren Gubot! Das habe ich nun davon, einer Zwergin zu vertrauen. Oh, hier muss doch ein Hinweis sein. Der Weg führt nach Westen, mit frischen Wagenspuren. Er wird wohl häufig benutzt. Ja, du kredi hin, oder? Der Hauptweg verläuft weiter nach Norden, fort von Uldar. Solch eine Straße führt sicher zu einer Stadt. Was haben wir da? Schriftzeichen, vorsätzlich beschädigt und für mich ohnehin unlesbar. Türe, kannst du diese Schriftzeichen lesen? Ja, ja! Frithjof! Frithjof! Dere! Ich finde dich beeindruckend. Hm? Ich? Andere Zwerge würden womöglich nur ihre eigene Haut retten wollen. Du jedoch begibst dich auf diese Reise, entschlossen, Frithjof zu retten. Nun ja, gallem nymtichol ddim achub ei hun nawr, allef. Ich wünschte nur, ich könnte dich so verstehen, wie du mich anscheinend verstehst. Wenn wir unser Ziel erreicht haben, hältst du dich von allen Gefahren fern. Versprich mir das. Hm. Camweld. Wölfe. Warum ausgerechnet Wölfe? Hey! Dämliche Viecher. Komm, wir dürfen nicht trödeln. Ja, ja, sind gut. Ich werde tun, was getan werden muss. Aber ich suche nach dem Relikt. Frithjof ist nur ein Zwischenschritt auf dem Weg dorthin.
sollte keine Aufmerksamkeit erregen. Ziel? Was ist das hier? Graben Sie hier nach Relikten? Frithjof, ja? Du glaubst, Frithjof ist hier? Finden wir es heraus. Warte hier. Glot hat gute Laune, nun da er das Relikt hat. Also so gute Laune, wie er eben haben kann. Ich habe euer blödes Relikt gefunden. Und so dankt ihr es mir. Frithjof? Wer will das wissen? Du weißt schon, dass wir keinen Ersatzschlüssel haben, ja? Wird erfreut sein, dass du ihn da hast runterfallen lassen. Dann hilf mir, ihn auszufischen. Wenn es nach mir geht, kann der blinde Zwerg sowieso in seiner Zelle verrotten. Himmel. Halt an und stirb! Elender Misthaufen! Halt an! Sind wir stärker! Ich hab sie Björk schickt mich. Dein Volk und meines haben ein gemeinsames Ziel. Die Relikte. Nun, ich weiß nur von einem. Nun, ich weiß nur von einem. Das verfluchte Ding hat mich geblendet. Wo ist es jetzt? Hol mich hier raus. Und ich sage dir, wo du es findest. Kannst du laufen? Ich bin blind, nicht lahm. Aber ein falscher Schritt und ich bade in Lava. Dann werde ich dich tragen. Bleib leise, Frithjof. Und du passt besser auf, wo du hintrittst.
Gibt es hier noch andere Relikte? Keine Ahnung. Türe? Den Stern sei Dank, du bist in Sicherheit. Mir geht es gut. Also, den Umständen entsprechend. Hat er dich auch rausgeholt? Genug geschwätzt. Wo ist das Relikt? Plaudern ist nicht so deins, was? Machen Zwerge denn je was anderes? Guter Witz. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Das Relikt, das ich gefunden habe, ist bei Muspelzleuten. Im Palast, vermute ich. Und was ist es? Wenn ich das nur wüsste. Kaum hatte ich es aus dem Boden gezogen, gab es ein strahlend weißes Licht. Und das war das Letzte, was ich sah. Das habe ich nicht gefragt. Was vermag es zu tun? Außer unschuldige Zwerge zu blenden? Weiß nicht. Die Feuerriesen schienen auch nicht sicher zu sein. Deshalb haben sie es zu diesem Arschling von Gelehrten oben im Palast gebracht. Dieser Palast ist eine Feuerriesenfeste, vermute ich. Oh, ein Blitzmerker. Ivaldi wurde damit vor langer Zeit beauftragt. Jetzt ist Einar dort. Diese Eiterbeule. Er ist es, der dein Relikt hat. Einar? Bitte Sohnem, Einar. Ja. Er hat uns verraten. Ein Zwerg, der für die Feuerriesen arbeitet. Glaub ihm nur kein Wort. Wenn du die Gelegenheit hast, töte ihn. Ich werde entscheiden, wer lebt und wer stirbt. Wo ist dieser Palast? Wenn wir noch bei der Ausgrabungsstätte sind, kannst du ihn wahrscheinlich im Süden sehen. Ein überaus bescheidenes Gebäude auf einem großen Felsen. Überaus bescheiden, allerdings. Nun gut, ich werde mir dieses Relikt holen. Was wirst du tun? Was geht es dich an, wie auch immer du heißt? Wenn ich herausfinde, dass du den Herrn Asgard belogen hast, werde ich mit dir reden wollen. Du bist... Ach, du meine Güte. Ja, also, ich habe hier nichts zu verbergen. Wir gehen zur Zuflucht, um Gunnbjörg zu sehen. Wohlan. Wenn du die Wahrheit gesprochen hast, müssen sich unsere Wege nicht noch einmal kreuzen. So, also das ist scheinbar eine der längsten Quests, die ich in dem Spiel jemals gehabt habe. Jetzt zumindest in Assassin's Creed Valhalla. 50 Minuten ist schon verdammt lang und ich sehe, die Feste ist hier unten. Okay, also da kann man noch ein bisschen was machen. Wir haben noch ein, zwei Missionen. Wir können noch was craften lassen. Wir können noch einen Raubzug machen. Und dann haben wir das hier auch schon weitgehend abgegrast und können dann theoretisch dann auch in den nächsten Bereich rein. Wobei ich nicht weiß, ob das was mit der Story zu tun hat wie bei den anderen. Ich tippe mal, das ist Atri. Das wird das letzte sein, wo wir hin müssen. Naja, gut, okay. Lass uns überraschen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich kann nur sagen, have fun, euer Avoram. Bis demnächst hier auf meinem Kanal. Ciao, ciao.